Ich lese den Text zur heutigen Predigt. Es ist die Geschichte, als die Eltern von Jesus ihn, als er 6 Wochen alt war, in den Tempel brachten. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieser hier ist dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das ist Lukas 2, Vers 25 bis 35. Ja, es freut mich sehr, dass wir wieder in der Kirche Gottesdienst feiern können, als ich heute Morgen hier reingekommen bin. Wir sind das Team von vielleicht 10, 12 Leuten. Das hat mich eine grosse Freude richtig gepackt. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen spürbar ist für euch, die jetzt daheim in dem Gottesdienst dabei sind. Kürzlich habe ich den Satz gehört, es war eigentlich fast ein Nebensatz, aber hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und zwar hat jemand gesagt, das Jahr 2020 ist ein Jahr zum Vergessen. Ich bin froh, wenn es bald vorbei ist. Und etwas, was ich in den Social Media gelesen habe, ein Satz, der hat mich ebenso nachdenklich gestimmt. Bist du frustriert, weil du wegen der Corona-Massnahmen deine Jugend nicht ausleben kannst? Und dann war die Einladung zum Posten, ja, es ist so und warum es so ist. Im Ersten kommt mir etwas entgegen von einer Art der Resignation, einer Passivität. Man wartet einfach, bis das Ungewisse, Unangenehme, Unklare, Schwierige vorbei ist, bis das nächste Jahr kommt. Und im Zweiten kommt mir so etwas entgegen, Partying, Vergnügen, andere Menschen zu treffen. Und da kann man jetzt natürlich dagegen sein, aber ich kann es eigentlich gut verstehen. Es ist eigentlich nichts anderes als das, dass junge Menschen das volle Leben suchen und das wollen erleben und haben. Und die Frage ist natürlich, wo das volle Leben zu finden ist. Im Moment sind wir ja nicht ganz in einer einfachen Situation. Die Fallzahlen in der Schweiz fast besonders, aber natürlich auch in der übrigen Welt, steigen wieder stark an und man weiß gar nicht, wo das aufhört noch. Und auch in Europa, vor allem um uns herum, werden die Einschränkungen immer drastischer. Es gibt jetzt schon bereits gewalttätige Demonstrationen, weil man nicht einverstanden ist mit diesen Einschränkungen. Und das, was uns jetzt gerade ganz kürzlich verfolgt, sind ja die
terroristischen Anschläge, die bestialischen Morde in unseren Nachbarländern, Frankreich, Österreich. Und für die einen von uns, wahrscheinlich kann man sich dem fast nicht entziehen, die ab und zu einen Blick auf Amerika überwerfen, jetzt die, ich würde fast sagen, das Drama von diesen Präsidentschaftswahlen, wo man einfach spürt, das Land ist tief gespalten und man weiß nicht, es braucht nur wenig, dass es kippt. Ich hoffe jetzt natürlich und wir alle, dass wo es jetzt zu einer relativ klaren Entscheidung gekommen ist, würde ich sagen, dass es sich hoffentlich wieder beruhigt. Aber das ist so das Umfeld, wo wir im Moment drin sind. Und da ist Sehnsucht nach Klarheit, nach Entspannung, nach so ist es und jetzt wissen wir, wie es geht und die Gefahr ist vorbei, ist wahnsinnig gross. Und ich habe mir das überlegt, ihr habt jetzt den Predigtext gehört, der Simeon, der im Tempel ist und Josef und Maria, die 40 Tage nach der Geburt jetzt den Jesus in den Tempel bringen und Maria ihr Reinheitsopfer bringen und Jesus geweiht wird als Erstgeborene. Ist die Situation so anders gewesen in dieser Zeit? Ihr wisst, die römische Besetzung hat schwer über dem Volk gelastet, wie eine bleierne Decke, könnte man sagen. Sie sind nicht frei gewesen, sie haben nicht gewusst, wie geht es weiter. Es ist hier noch ein Niederhalten und Unterdrückung gewesen, aber wir wissen ja, dass es wenige Zeit später nachher zur offenen Verfolgung gekommen ist, wo dann Christen verfolgt worden sind. Und auch die politische Lage war sehr instabil gewesen. Es hat immer wieder jüdische Gruppen gegeben, die sich gewehrt haben, die einen Aufstand gewagt haben gegen die unterdrückende Herrschaft der Römer. Und es hat vor allem an den grossen Festen jeweils nicht viel gefehlt, an den grossen jüdischen Festen. Ein Fünkli und ein Pulverfass konnte explodieren. Und das war eigentlich die Situation, wo wir jetzt den Simeon, wo uns der Simeon begegnet. Und der Simeon, das ist mir so vorgekommen, als ich diesen Text gelesen habe, das war eigentlich wie ein Fels in der Brandung. Das ganze Drumherum, das hat ihn eigentlich gar nicht wahnsinnig beeinflusst, sondern er ist einfach zielstrebig seinen Weg gegangen. Er ist im Tempel gsi, wo Josef und Maria mit Jesus reingekommen sind und er nimmt Jesus auf die Arme und sagt, Herr, nun kann ich im Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Es sieht fast so aus, dass der Simeon so richtig erleichtert ist, dass er sterben kann. Freund, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ach, jetzt kann ich im Frieden sterben. Also ich würde sagen, bei den meisten Leuten von uns ist Sterben nicht unbedingt mit Erleichterung verbunden. Ich würde sagen, die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, haben Angst vor dem Sterben. Es ist doch etwas Ungewisses und niemand von uns hat es schon mal erlebt. Beim Simeon sieht das echt anders aus. Der Simeon spürt Frieden. Und dahinter steht natürlich letztlich die Frage, wann ist dann ein Leben erfüllt? Wann kann ich dann sagen, mit einer tiefen inneren Ruhe, jetzt ist okay, jetzt kann ich sterben. Und für den Simeon ist es ganz klar, für den Simeon, der kann im Frieden sterben, weil er Jesus als der Christus, als der Retter, als der Erlöser mit eigenen Augen gesehen hat. Das ist sein Kriterium, um im Frieden können sterben. Und ich habe mich gefragt, was wäre mein Kriterium, was wäre dein Kriterium, dass du sagen könntest, jetzt kann ich im Frieden sterben? Eigentlich, vielleicht können wir das ein bisschen im Kopf behalten jetzt, für uns persönlich, wir können uns die Frage auch selber stellen, wo habe ich meine Prioritäten? Wann kann ich sagen, wenn das erfüllt ist, kann ich im Frieden sterben? Vielleicht können wir das ein bisschen mitnehmen jetzt. Und jetzt, wenn man das Wort wörtlich übersetzt,
heißt das eigentlich nicht, nun kann ich im Frieden sterben, sondern es heißt, nun entlässt der Herr seinen Diener auf Erden. Und versteht ihr, da ist ganz eine andere Optik dahinter. Der Herr lässt oder entlässt seinen Diener auf Erden. Das heisst, nicht das Alter vom Simeon, nicht eine Krankheit, Covid-19 jetzt bei uns, nicht der Tod verursacht das Sterben vom Simeon, sondern der Herr entlässt seinen Diener auf Erden. Und versteht ihr, dass das bewirkt, dass der Simeon wie einem Fels in der Brandung steht, in dem ganzen Tohu Wabohu, wo um ihn herum ist. Und ich glaube, wir brauchen heute in unserer Zeit etwas von dem Simeon. Wir brauchen die Stabilität, weil wir im Glauben angenommen haben, dass nicht eine instabile Lage oder die Frage, wer Präsident wird, unser Leben und unser Sterben bestimmt, sondern Christus, mit einem Satz, Christus, der Herr, bestimmt unser Leben und Sterben. Und das kann auch uns einen tiefen Frieden ins Herz geben, egal ob wir jetzt jung, mitteljung oder älter sind. Wann ist das Leben erfüllt? Und ich glaube, es ist erfüllt, wenn wir das Privileg bekommen, den Plan von Gott zu entdecken, einen kleinen Einblick können gewinnen in das, wie es Simeon eben bekommen hat, und dann das Privileg zu haben, um in die vorbereiteten Werke zu stehen, in unseren Teil, wo wir für den grossen Heilsplan von Gott können beitragen können. Und ich glaube, das hat Simeon Vollgas gelebt, auch in seinem Alter. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist heute Morgen zu uns redet, nochmal zu unserem Herzen, zu dem Thema. Wann ist mein Leben erfüllt? Was sind die Pläne von Gott und wie kann ich meinen Teil darin ausfüllen? Der Simeon sagt, Herr, nun kann ich im Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Du kannst auch wie ein Fels in der Brandung sein. Und der zweite Punkt heute Morgen, mehr Wissen, mehr Hören, mehr Sehen. Ich würde sagen, wenn ich den Simeon zusammenfassen müsste, würde ich sagen, er wusste mehr, er hörte mehr, er sah mehr. In einer Zeit von so vielen Unsicherheiten kann es uns gerne hin und her rühren. Wenn etwas Positives kommt, geht es rauf. Wenn wieder eine Krise hinter der nächsten Tür steht, geht es wieder runter. Und der Simeon, der kommt mir vor, der geht durch das durch wie ein grosses Ozeanschiff, wo die Wellen nicht überhoppelt, sondern durchschneit. Der Heilige Geist hat ihm geoffenbart, dass er nicht werde sterben, bevor er den Retter werde sehen. Ich kann euch sagen, ein Haufen Leute haben schon auf den Retter gewartet. Und ein Haufen Leute haben schon gemeint, vielleicht ist es der oder der oder der. Kommt abgesehen davon auch heute noch vor. Aber der Simeon hat gewusst, durch den Heiligen Geist, er wird ihn sehen und er wird nicht vorher sterben. Dann hat ihn der Heilige Geist geführt, angestupft. Wir wissen nicht genau, wie es gegangen ist, aber er hat gespürt, heute muss ich in den Tempel. Und ich finde das einfach so mehr oder weniger sensationell, versteht ihr? Da sind ein Haufen Ehepaar mit ihren Erstgeburten in diesem Tempel gewesen, jeden Tag. Und wahrscheinlich auch an diesem Tag. Aber der Simeon sitzt dort drin, am richtigen Tag, am richtigen Ort. Und er hat etwas gewusst, was man eigentlich gar nicht wissen kann, nämlich dass das Kind von diesen beiden, die er ja den Namen nicht gekannt hat, oder? Das muss der Retter sein. Und ohne sich zu vergewissern, du warst bei euch irgendetwas Spezielles bei der Geburt, nimmt er den Jesus und zeigt, wie es läuft. Hallo? Wie du mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, da ist er.
Und jetzt kommt eine unglaubliche Aussage. Er ist ein Licht, das allen Völkern Gott offenbaren wird und die Herrlichkeit seines Volkes Israel sein wird. Das heisst, Simeon hat nicht nur gewusst, dass Christus die Herrlichkeit von seinem Volk wird sein, sondern dass er der Retter von allen Menschen wird sein. Das war absolut revolutionär. Das ist, wenn ich mich nicht irre, im Neuen Testament der erste Mensch, der die Wahrheit ausgesprochen hat. Aber es ist nicht das erste Mal ausgesprochen worden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Simeon Jesaja 52, Vers 10 gekannt hat, wo es heisst, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Lasst uns zusammenfassen, was der Simeon gesehen, gehört und gewusst hat, was man eigentlich mit natürlichen Augen, Ohren und Wissen gar nicht können wissen. Erstens, dass er, der Messias, noch gesehen werde, und es ist dann wirklich so gewesen, bevor er stirbt. Zweitens, um Jesus zu treffen, hat er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau an diesem Tag im Tempel. Drittens, dass er bei diesen vielen Familien, die mit ihren Kindern gekommen sind, gewusst hat, das ist ihn. Und ich finde, es braucht doch eine gewisse Portion an Glauben und an einer inneren Sicherheit, wenn man dann sagt, und der Jesus wird das und das und das und das erleben. Wobei klar war, dass der Simeon nichts von dem wird sehen, weil er nämlich stirbt. Dem sage ich Glauben. Und viertens, dass sich an Jesus wortwörtlich, das hat er ja dann gesagt zu der Maria und zum Josef, die Geister werden scheiden. Wie sich Menschen gegenüber Jesus entscheiden, wird ihr eigenes Schicksal von der Ewigkeit besiegeln. Hey, stell dir das mal vor, das ist eine richtig krasse Aussage. Und damit hat er ja auch gesagt, und wörtlich auch gesagt, dass eben ihm auch widersprochen werden wird. Und damit ist eigentlich auf der Hand gelegen, dass das für Jesus und dann eben auch für Maria Leiden bedeutet hat. Das heisst, der Simeon hat schon erkannt, dass Jesus wird leiden und dass das auch Leiden für die Familie mitbringt, die ihm natürlich nahe ist. Also der Simeon hat so viel gewusst, gesehen und gehört, wo man nur übernatürlich hat können wissen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, der Dominik hat jetzt den Simeon ja fast bis in den Himmel gelobt, aber alle von uns, die das Neue Testament gelesen haben, die wissen, was Pfingsten ist, wissen, dass wir eigentlich noch viel ringer den unverschämten, nahen Zugang zu Gott haben können. Weil der Simeon hat ja gelebt vor dem Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist über alle. Er ist noch, sagen wir mal, ein Vertreter vom Alten Bund gewesen, wo der Heilige Geist nur für spezielle Anführer oder eben für Propheten, wie der Simeon war, verfügbar war. Und wir haben den Zugang. Wir haben den richtig unverschämten, krassen Zugang zu Gott einfach so schon mitbekommen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir uns überlegen, wie können wir uns einstellen in dieser Zeit, die eben sehr von Unsicherheit prägt ist und auch vielleicht von Angst prägt ist, kommt der Terrorismus auch zu uns in die Schweiz und so weiter. Und es wird im Text dreimal hervorgehoben, dass der Heilige Geist eben beim Simeon eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Zuerst mal, dass er erfüllt war vom Heiligen Geist. Das heisst, es braucht eine Erfüllung vom Heiligen Geist. Das ist nicht einfach so dabei, oder? Im Gesamtpaket. Und das Zweite, eben, dass er ihm offenbart hat, dass er den Retter noch sieht. Und das Dritte, dass er ihn genau zur richtigen Zeit in den Tempel geführt hat. Und
Das bedeutet, dass der Simeon Gott in einer Art nahe war, wo er ihm Sachen gesagt hat, die die anderen Leute schlicht nicht gewusst haben. Es war gerade so, wie wenn Gott mit seinem Freund sein Herz gern teilt hat. Vielleicht erinnert euch das auch ein bisschen an Mose, den Freund von Gott, oder vielleicht dann auch an Josua. Jetzt, dass für uns, für dich und für mich, unter dem neuen Bund nach Pfingsten, die Nähe, der Zugang zu Gottes Nähe noch viel leichter ist als für die Simeon, das möchte ich euch an einem kleinen Beispiel, an einer wahren Geschichte übrigens illustrieren. Zur Zeit von der Mitte des 19. Jahrhunderts, vom vorletzten Jahrhundert, ist in Amerika der Bürgerkrieg gewesen. Die Begebenheit von dem amerikanischen Soldat im Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert in Amerika. Er hat von seinem Truppenkommandant das Versprechen bekommen, dass er beim amerikanischen Präsidenten vorsprechen darf. Es war in seiner Familie eine Tragödie gewesen, und er wollte den Präsidenten bitten um Befreiung vom Dienst. Er ist also zu dem Weißen Haus gekommen, hat rein, aber ihm ist der Zugang verwehrt worden und er ist vorgeschickt worden. Er war völlig verzweifelt, war in der Nähe vom Weißen Haus in den Park gegangen und ist dort auf einer Parkbank gesessen. Und da kommt ein Bub und sieht, der Soldat sieht so traurig aus und fragt ja, was los sei. Und der Soldat, der hat einfach Gott sein Herz ausgeschüttet. Der hat alles erzählt, was er erlebt hat und dass ihm versprochen wurde, dass er beim Präsidenten vorsprechen darf und dass er jetzt einfach vorgeschickt worden ist und so weiter. Und der Bub sagt, komm mit. Und der Soldat läuft mit, ist sich gewöhnt, Befehl zu gehorchen, oder? Und sie kommen wieder zum Weißen Haus, und zwar das mal zum Hintereingang, und laufen an der Wache vorbei ins Weiße Haus. Der Soldat denkt, was ist denn da los? Dann an General vorbei, wo stramm stehen, wenn sie vorbeilaufen. Und er läuft dem Bub hinten rein, kommt zum Staunen nicht mehr raus, bis zum Oval Office. Und dort läuft der Bub rein, ohne anzuklopfen. Und drin ist der Abraham Lincoln mit seinem Staatssekretär in einer Diskussion vertieft. Und der Abraham dreht sich um und sagt, mein Sohn, was kann ich tun für dich? Der Soldat hat Zugang bekommen zum Vater durch den Sohn. Und das ist der Zugang, wo Jesus uns verschaffen hat, durch das, dass er für dich und mich gestorben ist am Kreuz und auferweckt worden ist von Gott und uns so den unverschämten Zugang zu Gott geschenkt hat. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 33 sagt dann der Petrus, Christus, ist nun zu Rechten Gottes erhöht und hat vom Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist, empfangen, den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr seht und hört. Also von dem Moment an hat jeder, der sein Vertrauen in den Sohn gesetzt hat, den Heiligen Geist gehabt. Und das gilt auch natürlich für uns, die jetzt leben. Und was ich damit sagen will oder bekräftigen will, ist, dass wir den unverschämten Zugang zu Gott haben durch Jesus und durch den Heiligen Geist, der das bewirkt. Und ich glaube, in einer Zeit von dieser Kipplichkeit und Unsicherheit, wo wir drin sind, ist das etwas, wo ich glaube, Gott möchte, dass du und ich das annehmen, wie nochmal frisch ergreifen, weil ich glaube, das verändert unsere Sicht auf die Situation völlig und auch
unser Selbstverständnis und unsere Ausstrahlung gegenüber den Menschen, die um uns herum sind. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, werden wie Simeon. Mich berühren sehr viele Sachen am Simeon. Es ist eine Goldgrube, man könnte noch viel mehr sagen, aber ich möchte nur zwei Sachen herausheben. Der erste Punkt ist, der Simeon gibt weiter, was er bekommen hat. Er gibt Josef und Maria eine totale Hoffnungsperspektive, indem er ihnen erklärt, wie der Dienst von Jesus wird aussehen und was das für Jesus und was das auch für das Ehepaar und speziell für Maria bedeutet, haben sie eine Sicherheit bekommen, ihren Teil von dem Ganzen auszufüllen, ihre Berufung zu leben, auch wenn es schwierig wird, auch wenn unsichere Zeiten kommen, sie sind sicher geblieben. Und ich glaube, das ist das, was wir unbedingt brauchen in unserer Zeit im Moment. Und das Zweite ist, nein, ich möchte noch etwas zum Ersten sagen. Was heisst das jetzt für dich und für mich? Gott hat in all von uns Sachen hineingelegt, die er möchte, dass wir sie weitergeben an anderen. Und der Find flüstert uns immer wieder ein, ja, das, was du zu geben hast, ist nicht so wichtig. Du musst dich jetzt nicht so aufspielen. Das ist gar nicht von Belang. Nein, ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, dass eben genau so ist, dass Gott allen von uns etwas gibt, oder auch mehrere Sachen, wo er möchte, dass wir es weitergeben. Und genau das hat der Simeon immer gehorsam gemacht. Und ich glaube, das war ganz wichtig für Maria und für den Josef. Und der zweite Punkt ist, mich berührt einfach die Einstellung von Simeon. Versteht ihr? Das war ein alter Mann, der hätte sagen können, ja komm, das Ganze mit Glauben und Gebet und wann kommt dann der Messias endlich. Der hätte können sagen, das ist alles so ein bisschen in den Hintergrund treten für mich, oder? So ein bisschen eine gewisse Abklärtheit, oder? Aber er war in seinem Alter ein Mann mit einer riesen Sehnsucht nach der Erlösung für sein Volk und für die ganze Welt. Und darum hat er so eine Sehnsucht auf den Messias, auf den Retter gehabt. Hey, das musst du mal haben mit 84 oder weiss nicht, wie alt das er war. Den Jugendlichen kann man sagen, ja, das ist klar, die sind noch leidenschaftlich. Nein, es kommt darauf an, was du für ein Herz hast und wie du zu deinem Vater im Himmel stehst. Das beeinflusst dich. Und das Zweite, wir treffen den Mann an mit einem feinen Gehör für die Anliegen von Gott. Mit einem weichen Herz, das empfänglich ist für das, was Gott wichtig ist. Und ich glaube, das ist das, was ihn zu einem Freund von Gott gemacht hat. Das ist das, was Gott leicht gemacht hat, ihm mehr zu sagen als anderen. Und meine Frage, die ich uns möchte in diesen Sonntag und in diese Woche schicken, ist die, wenn Gott, ich sage jetzt mal, ich weiss, das kann man anders sehen, oben runter schaut, oder wenn Gott uns anschaut, findet er so Freunde, wie der Simeon. Amen.